Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Bergwerk Labs Adventskalender. Und heute stürzen wir uns wieder nicht nur auf ein Türchen, sondern gleich auf ein paar mehrere. Wir beginnen heute mit der 12, glaube ich, und gehen dann weiter bis zur, was haben wir denn heute, bis zum 15. Also wieder drei Türchen. Ich spiele jetzt einfach mal heute doch wieder aktuell. Ich möchte aber vorher unbedingt noch etwas ansprechen. Und zwar etwas, was mich in den Kommentaren zuletzt ein ganz kleines bisschen störte, weil es immer wieder auftauchte. Und zwar die alte Thematik, warum kosten die Quests jetzt 10 Coins? Und ich weiß, dass ich am Anfang so ein bisschen fälschliche Informationen gegeben hatte, weil sie fälschlicherweise erst 100 Coins gekostet haben, dann gar nichts, dann wieder 10. Und sie kosten definitiv 10. Und sie werden auch weiterhin 10 kosten. Und ich verstehe ehrlich gesagt die Aufregung da nicht, weil 10 Coins, Leute. Ich weiß, wir sprechen jetzt nicht von der Problematik, dass die Coins verschwunden sind. Das ist blöd und werden ja auch in den meisten Fällen dann wieder ersetzt. Das heißt, diese Problematik gibt es nicht. Einfach Support im Forum anschreiben, am besten Fall einen Screenshot mal immer machen und dann kümmern wir uns darum. Was die anderen angeht, die vielleicht sagen, ja, ich habe noch nie auf dem Server gespielt und 10 Coins sind mir zu viel. 10 Coins sind nicht viel. Ihr müsst maximal bei Bed Wars irgendwie 2 Betten abbauen, schon habt ihr 10 Coins zusammen. Ich fand es ein bisschen schade, dass ein paar von euch geschrieben haben, ja, aber das soll ja ein Geschenk von uns an euch sein. Natürlich ist es das. Deswegen sind die 10 Coins ja auch eher so eine Wertschätzung von euch, dass ihr dazu bereit seid, irgendwie etwas von eurem auf dem in Spielmodi verdienten Coins zu investieren in den Adventskalender, um zu zeigen, okay, wir wertschätzen das. Und ich finde, das ist eine nette Geste eurerseits und tut niemandem weh, weil das einfach unheimlich wenig Geld ist, Ingame-Währung, die ihr investieren müsst. Deswegen bitte, schreibt das nicht mehr in die Kommentare, es wird sich nicht mehr ändern und ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. So, nun aber happy, happy Weihnachten. Wir starten mit dem 13. Quest und hier haben wir eine junge Dame mit einer Katze und die werden wir doch mal anschreiben. Sie hat offenbar schon eine Rute in der Hand. Ich hoffe, sie ist keine Gefahr. Los geht's. Quest annehmen. Ja, ja, ich mach ja schon. Okay. Hey, du Jungspund. Ja, du. Kannst du einer armen alten Frau ein wenig helfen und mir die Einfahrt und den Weg zum Haus komplett freischippen? Ich rutsche sonst aus und breche mir alle Knochen und dann muss ich zum Arzt und dann ins Krankenhaus und dann werde ich nie mehr gesund. Ich sage immer zu meiner Tochter, Brabbel, Brabbel, Brabbel. Okay, schauen wir uns das mal an. Wir haben eine Schaufel und jetzt die Einfahrt. Einfach das hier oder wie? Ah, okay. Wie lange haben wir Zeit? Steht das? Da unten, 80 Sekunden. Erinnert mich ein bisschen an die erste Leben-Quest, wo man ja auch das Buch suchen musste. Ein ähnliches Prinzip. Ich würde mir jetzt eigentlich ganz gerne mal die Umgebung angucken. Ist die Oma denn zufrieden, wenn wir hier nur den Weg freigeschaufelt haben? Vermutlich nicht, ne? Muss ich noch mehr freischaufeln? 1 Minute 10? Aber ich müsste das mit der Zeit doch locker hinkommen. Hat sie noch mehr Einfahrt? Ach, hier ist auch noch eine. Ach, wir haben auch gar nicht die Einfahrt freigeschaufelt, sondern... Wobei doch, sie möchte ja... Ich sollte vielleicht auch mal richtig aufpassen. Den alten Menschen in unserer sozialen Umgebung, den hören wir auch gar nicht mehr so richtig zu. Ihr merkt es gerade an mir. Viel zu oft übersieht man das, schaut nicht richtig hin. Das sollte man viel öfter machen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Viel öfter auf seine Mitmenschen achten. Kleiner Tipp. Ist jetzt auch gar nicht... Klingt jetzt gerade so scherzhaft, ist aber wirklich ernst gemeint. Eigentlich sollte man das ganze Jahr über machen, aber vielleicht fällt es euch ja an Weihnachten leichter, wenn ihr normalerweise eher mit dem Blick geneigt aufs Smartphone durch die Welt schreitet. Aber manchmal kann man Leuten mit einem Lächeln oder einem freundlichen Hey, kann ich Ihnen helfen? Wenn jemand hilflos in der Gegend umhersteht, kann man schon wirklich den Tag versüßen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Jetzt gucken wir mal, ob wir der älteren Dame hier den Tag etwas versüßen konnten, indem wir die Einfahrt erfolgreich freigeschippt haben. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn noch was? Eigentlich müsste sie doch jetzt zufrieden sein, oder? Ah, hier ist noch Höhe. Nee, das geht auch nicht weg. Wir haben doch alles. 20 Sekunden. Muss ich nochmal mit ihr schnacken? Umi? Mach mich nicht schwach, du. Oh, oh. Ich hab doch alles. Vielleicht läuft die Zeit doch jetzt nur ab und dann ist alles cool. Oder ich hab wirklich nicht richtig aufgepasst. Quest vorzeitig abgebrochen. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe jetzt gerade mal nachgefragt, wie die anderen die Quest so gelöst haben. Und da wurde mir gerade der Tipp gegeben, dass ich auf jeden Fall auch um die Bäume herum und in den Büschen schippen soll. Und da habe ich gerade tatsächlich eine Stelle gefunden, die ich vermutlich vorhin noch vergessen habe. Das ist extrem gemein. Und dann hat die Oma natürlich gut versteckt. Eigentlich hat sie ja gesagt, ey, nur die Einfahrt. Aber jetzt müssen wir offenbar auch ihre Büsche irgendwie säubern. Was sehr, sehr dirty klingt. Aber, nun gut. Ich hoffe mal, dass es das gewesen war. Und, wir uns vielleicht gleich mit ein paar leckeren Plätzchen belohnen dürfen. Okay, jetzt habe ich alles? Nee, jetzt müsste noch das hier drin sein.
Zack, zack, zack. Und die letzte. Das hast du gut gemacht, Kleiner. Oder Kleine. Ich sehe nicht mehr so gut. Mein Sohn sagt immer, Brabbel. Etwas verwirrte alte Lady. Aber sie war ja eigentlich ganz nett, auch wenn wir jetzt keine Kekse bekommen haben. Ich schüttel dir trotzdem die Hand und danke dir. Sorry. Und kleine Miezekatze, passt gut auf. Ein sehr, sehr schönes Haus. Übrigens, kann ich mir mal ganz kurz zeigen. Die Umgebung hier ist die aus dem Adventskalender 2014. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man hier nochmal einen Blick reinwerfen kann. Allgemein mag ich also amerikanische Vorstädte total gerne. Und ach, wo wir gerade dabei sind, eine wichtige Sache kann ich euch auch noch zeigen. Wir hören ja auf das Feedback, das ihr uns nennt. Und auch wenn wir jetzt bei den Coins da definitiv nicht mehr irgendwie das Ganze kostenlos anbieten werden. Natürlich ist es kostenlos, aber die Coins, lasst uns da bitte nicht mehr drüber diskutieren. So haben wir doch zumindest auf euch gehört, was das Überspringen von Quests angeht. Weil bislang war es immer so, dass man eine Quest erst abschließen musste, um die nächste spielen zu können. Jetzt haben wir das so gelöst, dass man, wenn man eine Quest halt nicht schafft, man diese Quest überspringen kann. Guten Tag, junger Mann. Und wie das genau aussieht, kann ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Jetzt suchen wir aber erst einmal die ominöse 14. Okay, hier ist die 14. Hallo Bürgermeister. Quest 14 annehmen. Okay. Heute feiern wir, dass du im vergangenen Jahr Weihnachten gerettet hast. Los geht die Feier mit einem Wettessen. Wenn du es schaffst, in 1:30 alles Essbare in dieser Kugel zu finden und zu verdrücken, hast du gewonnen. Okay, probieren wir es aus. Ich sehe da hinten auf jeden Fall schon menschliche Köpfe. Ist ja meine persönliche Leibspeise. Den Kuchen, können wir den noch snacken? Trank der Regeneration. Ah, okay. Wir klicken da offensichtlich drauf. Auf die einzelnen Köpfe und dann kommt das Essen da raus. Kaninchen-Ragout. Okay. Hab ich auch noch nie gegessen. Was esst ihr eigentlich an Weihnachten? Bei uns in der Familie ist es Tradition, seit Jahrzehnten Raclette zu essen abends. Wobei ich gestehen muss, dass ich gar nicht so wirklich der Raclette-Fan bin. Deswegen ich dann in den letzten Jahren ganz gerne mal ausgesetzt habe und mir stattdessen eine Pizza bestellt habe. Aber wie gesagt, bei Raclette ist bei mir so ein bisschen die Problematik, dass mich das wahnsinnig macht. Immer, oh, da ist noch was zu essen und dann wieder 5 Minuten zu warten und dann wieder was essen und dann wieder 5 Minuten warten. Das macht mich irgendwie wahnsinnig. Deswegen kann ich auch so mehrere Gänge-Menüs oder sowas in den etwas gehobeneren Restaurants, kann ich mir überhaupt nicht geben. Da gehe ich wesentlich lieber zu McDonald's oder so und pfeife mir da Burger rein. Wobei ich eigentlich natürlich jetzt als gutes Beispiel vorangehen muss. Ein Salat. Ich pfeife mir dort einen Salat rein. Aber was esst ihr denn so an Weihnachten? Das könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr mögt. Ich glaube, Raclette ist relativ weit verbreitet und vermutlich so eine, esst ihr Gänse? Ist ganz nicht so auch so typisch weihnachtlich. Und ich schaff's hier gerade irgendwie nicht. Wo könnte denn noch was sein? Wir haben in den Ecken geguckt, hier oben, auch eigentlich, da hinten waren wir auch. Ich befürchte, wir schaffen das nicht. Was habe ich vergessen? Was, oh, hier, ganz schnell, bitte. Oh, in letzter Sekunde, sehr gut, du hast dir den Titel des Vielfraßes redlich verdient. Jetzt kannst du nach Hause rollen, außer du willst Nachschub. Alter, wie wir das in letzter Sekunde geschafft haben. Das war knapp. Okay. 14, da machen wir heute die 15. Ich weiß, ich wollte es eigentlich immer am darauffolgenden Tag machen. Aber da ich halt momentan mit dem Adventskalender aufnehmen immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mache ich lieber heute schon die 15. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. MC Expert. Hallo, ich bin der Tim. Wenn du einen Heißluftballon haben möchtest, musst du es zuerst schaffen, schneller als ich oben anzukommen. Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal Mittel. Was ist denn das? Ein Jump'n'Run, kann das sein? Okay, zack, zack. Macht Tim denn auch was? Oh, der macht hier wirklich was. Krass. Nein. Ist er runtergefallen? Es scheint so. Oh, okay. Was heißt denn? Ach so, der Schwierigkeitsgrad ist, wie oft Tim runterfällt. Kann das sein? Oh, ich bin ein bisschen angespannt gerade, weil wann habe ich mit Tim das letzte Mal miteinander gesprochen? Weißt du, und jetzt habe ich ihn so als NPC vor mir rumlaufen. Tim meldet sich bei mir nie. Wie oft habe ich ihm irgendwie angeschrieben und gesagt, Tim, melde dich doch mal. Nee, das stimmt aber gar nicht. Tim hat mir gerade letztens geschrieben und ist bei einem ganz, ganz tollen Projekt dabei, von dem ich euch in einem der nächsten Videos erzählen werde. Viele von euch wissen es schon. Auf Twitter habe ich es ja fleißig angeteased. Und ich werde auf jeden Fall vorher noch mal ein bisschen Tacheles mit euch sprechen. Und ich merke gerade wieder, die Kommentare füllen sich mit, ich kann mir das nicht anschauen. Fürchterlich. Was viele gar nicht wissen, ist, dass das wirklich MC Expert ist. Den haben wir jetzt die Adventskalenderzeit über gebucht und ihn gebeten, hier einfach den lieben langen Tag gegen euch dieses Jump'n'Run Quest zu spielen. Und deswegen nicht wundern, wenn auf seinem Kanal jetzt weniger Videos kommen oder so. Er hat natürlich jetzt hier einen Fulltime-Job. Und Tim, dafür nochmal ein großes Dankeschön, dass du das mitspielst. Da, vielen Dank an dich. Und
Mal gucken. Oh, da bist du leider runtergefallen. Das ist natürlich sehr schade. So, ich mache jetzt mal einfach, um ein bisschen mehr Zeit zu haben. Es tut mir leid, aber MC Expert ist einfach zu stark für mich. Und jetzt mache ich das in einem First Try hier, Leute. Ich garantiere es euch. Okay. Tim, hör auf. Hör auf, mich nervös zu machen. Tim. Tim. Gera. Tim. Das gibt's doch nicht. Guck mal, wie Tim hier schummelt. Wenn du das jetzt machst, ne? Tim. Tim. Das gibt's doch nicht. Nein, Tim. Tim. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir hätten es schaffen können. Okay. Okay, Leute. Okay. Oh, schaut mal. Wir können hier auch schon mal einen verbotenen Blick auf die anderen Eiskugeln, glaube ich, werfen. Und hier oben, schaut mal, hier oben ist sogar eine Eisenbahn. Aber das sieht irgendwie auch nach einem richtig, richtig fiesen Jump'n'Run aus. So, bevor Tim uns besiegt, sauber, bei meinem Adventskalender bin ich normalerweise schneller unterwegs, aber du bist ein würdiger Gegner. MC Expert, ich danke dir. Ich hoffe, du hast nicht mehr allzu viel Kundschaft heute. Schaut auf jeden Fall auch bei Tim vorbei, der macht auch mal coole Videos. Und ansonsten, Handshake, mein Lieber, mach's gut, bis zum nächsten Mal. So, und das ist es dann auch für heute wieder gewesen. Hallo, junge Dame. Wenn ihr auch das Ganze spielen wollt, dann könnt ihr es natürlich wie immer jetzt tun auf bergwerklabs.de. Jede Nacht im besten Fall ab 12 Uhr gibt es ein neues Quest bis zum 24. Und ihr könnt das alles nachspielen, wie die jungen Herrschaften hier. Und ansonsten hören wir uns, ja, heute auf jeden Fall noch in einer neuen Folge Winterleben. Die kommt nachher. Und ansonsten im besten Fall morgen wieder bei der 16. Quest. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, besinnliche Weihnachtstage. Bringt euch mal langsam in Stimmung, Leute. Denn bald ist Weihnachten. Und ansonsten macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Euer Bergmann. Mhm.